ist er nämlich wütend. Der ist noch nicht tot. Jetzt sind wir erstmal in der zweiten Form. Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Parasite Eve 2. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Oder schneidet ihn ab und schickt ihn per Post. So, weiter geht's. Ich denke, wir sollten den Key nehmen, um Richtung unser Zimmer zu gehen. Oh, nee. Ich denke, wir sollten Metabolismus machen. Okay, gut. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen... Der Gang ist mir hier ein bisschen zu eng, Leute. Sorry. Also... ich fand das hier gerade ein bisschen eng. Wir können regulär jetzt noch ein bisschen XP farmen. Bevor wir da reingehen, werden wir nochmal hier durchgehen, andere Seite raus und dann können wir von mir aus da reingehen. Denn, wenn sich die Möglichkeit übrig, ein bisschen was zu farmen, nutze ich das natürlich auch. War da noch so ein kleines Baby versteckt? Ich kann ja nicht mehr. Gehen wir doch mal hier in das Restaurant noch mal rein und schauen mal, ob hier auch noch Monster sind. Oh! Schöne Musik und eine Cutscene. Hey! Übrigens, diese Cutscene, alter Zechenpreller, was? Die bekommt man nur, wenn man vor dem Hotel, wenn man sich nicht ausruhen geht, bekommt man die Cutscene nur. Bringen Sie ein. Geht auf mich. Mr. Douglas. Leiht uns seinen Wagen. Das ist cool. Ja, alles klar. Sie haben doch nur Däumchen gedreht. Hey, hey. Sagen Sie das nicht. Ich habe wichtige Infos. Was für Infos? Dieser Bunker. Er wurde zu bestimmten Zwecken umgebaut. Umgebaut wofür? Ein Konzern soll diesen Bunker aufgekauft haben. Sie haben Baumaterial und Dünger hineingeschafft. Baumaterial, okay, aber Dünger? Noch dazu in der Wüste? Komisch, oder? Wir müssen das feststellen. Wir? Ohne mich. Ach, kommen Sie. Ich war doch von Nutzen, oder? Na gut. Ich werde mir das überlegen. Warum ist hier jetzt so ein komisches Geräusch? Bin ich das, der da hört, oder hört ihr das auch? Eine Jukebox, ich leg mal was auf. Ey, wie geil ist das denn? Jetzt kann man hier... selbst Musik machen? Out of Phase 2. The Vagrants.
Tower-Rendezvous. Lassen wir das mal an. Schön beruhigend. Ist die jetzt nur hier in der Bar oder hat man die jetzt auch draußen? Kann man die auch draußen hören? Das wäre natürlich episch, aber nee. Alter, du Drecksviech! Mal kurz, ja, der Bereich ist geklärt, die andere Seite, die ist, noch ein bisschen, voller Monster. Können wir eigentlich nochmal hingehen? Können wir regulär nochmal machen. Machen wir, glaube ich, auch, ne? Healing tun wir uns auch nochmal. Kommt's ja eh alles wieder. Was macht Flint eigentlich hier? Will er mich jetzt angreifen oder was? Was mach ich denn? Bin ich dumm oder bin ich dumm? Boah, ein Glück, ey. Ey, ich hab mir gerade gedacht, what the fuck, Alter? Okay, 8 MP haben wir wieder bekommen. Das können wir noch kurz ausnutzen, denn ich zeige euch jetzt nochmal einen kleinen Trick. Wenn man nämlich jetzt hier auf, sag mal, schnell P-Energie geht und hier irgendwas verbessert, kriegt man seine MP wieder zurück. Guckt mal an, die sind wieder voll. Ist das nicht super? Aber ich würde sagen, weiter gehen wir auch gar nicht. Ich habe keinen Bock, noch in den Laden reinzugehen und so. Wir gehen jetzt zurück Richtung Hotelzimmer. Was haben die an... Was haben wir denn noch an Munition? 457 sollte erstmal reichen. Ja. Hallo, Flint. Möchtest du Hallo sagen? Super. Na dann... ins Bettchen mit Airbrer. So, aber vorher werden wir noch eine kleine Speicherung vornehmen, bevor wir uns hinlegen. Ja, okay. Ich sag's ihm. Ja, du auch. Keine Ahnung. Ob das ein Running Gag ist oder nicht. Super. Gespeichert haben wir. Jetzt. Genau, jetzt haben wir gespeichert. So. Gott, bin ich müde. Ich will mich hinlegen. Schlafen? Yep. War es eine komische Cutscene, oder? Ich weiß auch nicht. Okay.
glaube, wenn ich den alleine nachts auf der Straße begegnen würde, würde ich jedes Mal nicht Lebens bekommen. Hört sich zwar an wie ein Elefant, aber naja. Ja, Leute, das heißt Bosskampf. Erstmal Antibody. Es gibt ja auch so einen kleinen Trick. Wie war das so, ne? Nochmal Gift machen. Antibody. Energieshot. Jetzt kann man den Kampf nicht Schaden machen. So. Weil allein mit dem Gift kommt er jetzt auch viel Schaden. Jetzt werde ich mal eine Medizin schlucken. Beziehungsweise. Warte noch. Den Treffer können wir noch stecken. Das ist Schaden. Jetzt können wir mal hier Protein schlucken. Und ein MP-Wasser nehmen. Antibody. Und ihm wieder so ein Giftding reinhauen. Jawoll! Ich glaube, sehr gut. Ich bin zufrieden. Also ich hätte mir schwerer vorgestellt. Ist gar nicht aufgefallen, dass er übrigens so einen Tank auf dem Rücken hat. Dahin. Jetzt die Frage, wie kommen wir zurück? Oh, XP, 2000, 1000 BP und 100 MP erhalten, nice. Wir haben Protein erhalten? Nicht dein Ernst, oder? Haben wir ehrlich Protein erhalten? Nice. Also Protein erhöht nur das Leben, okay. Und halt natürlich gesund voll. Granaten, Airburst. Die behalten wir auch mit. Ja, jetzt die Frage, wie kommen wir hier zurück? Ah, so, okay. Und das Gitter ist natürlich auch, glaube ich, kaputt. Och, leck mich doch am Sack, Alter. Hier gerade eine eklige Situation.
Boah, das ist gerade hier so ekelhaft, ne? Du dumme Drecksfotze. Lass mich doch mal gehen. Oh, ich bin gleich richtig am Kopf. Richtig dumm angestellt, das tut mir auch leid. Was habe ich da jetzt wieder bekommen? Oh. Zurück. So. Die Karte. Können wir denn hier lang? Ich nehme an, wir dürfen nicht hier lang. Oh, doch. Super. Das war ja ein Brocken. Die Minen hatten keine Wirkung. Sie haben mir das Leben gerettet. Sind Sie verletzt? Nicht weiter schlimm. Ach ja, der Laster ist bereit. Hier, der Schlüssel. Lastwagenschlüssel erhalten. Yay. Danke. So. Ja gut. Hallo Flint. Ich spreche nochmal den Typen an, denn er sagt noch was Spezielles zu uns. Danke für die Hilfe, Aya. Kommen Sie nachher zum Wohnwagen. Ich hab da was für Sie. Dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Wohnwagen. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ich habe nämlich gar keinen Bock, ganz ehrlich. Ja, ich habe nämlich keinen Bock, durch den Tunnel zu gehen. Wir gehen einfach den Weg lang. Wird schon schief gehen. Wer genau immer hier drin ist und am Saufen ist? Keine Ahnung. Nein, hier sind Gegner. Super. Zwei Viecher besiegt. Weiter geht's. Hier sind keine Gegner. Okay. Hier sind auch keine Gegner. Ach Gott sei Dank, ey. Sehr schön. Ich mag nur nicht, wenn Gegner auf den engen Räumen sind, Leute, wisst ihr? Sonst habe ich damit kein Problem. So wie hier. Hier mag ich das gar nicht. Wenn jetzt Gegner kommen, können wir wenigstens schön was machen. Ja. Seid ihr wenigstens gut in die neue Woche gekommen? Ich hoffe doch. Und ja. Ich wünsche euch natürlich auch noch eine angenehme Woche. Ja. Ja, Driveway. Was haben wir denn hier für Gegner? Soll ich hier mal reinschauen? Na komm, schauen wir mal rein. Scheiß Fledermäuse. Geh mal extra hier lang. Dreh mich um.
haben wir sie erledigt. Denk dran, das ist alles BP, ne? Die kann man immer gut gebrauchen, deswegen mache ich das Ganze hier. So. Ich weiß, dass das Torschloss offen ist. Da ist Madigan. Wo zum Teufel waren Sie? Ich habe etwas nachgeforscht. Ja klar, du forschst die ganze Zeit, du Lümmel. Ist was passiert? Ja, hätte ich aber auch so gedacht. Hier war die Hölle los. Das wusste ich nicht. Nein, man sieht es ja auch nicht, ne? Überall ist alles kaputt. Ich habe Infos über den Bunker gesammelt. Hast du das nicht vorhin schon erwähnt? Sie werden es nicht glauben. Was? Hören Sie gut zu. Wissen Sie, was Retroviren sind? Sie verändern die DNS und verursachen Ebola und AIDS. Parasiten, die ihre eigene DNS weitervererben? Sorry, Sie sind ja die Expertin. Wenn man nun diese Viren künstlich manipuliert... Vektorviren. Sie dienen als Überträger von veränderter DNS. In der Medizin werden sie künstlich hergestellt. Genau. Retroviren, die das Erbgut verändern. Was wäre, wenn sie die Fortpflanzung steuern würden? Die Erbinformationen werden weitervererbt. Sie könnten sogar eine ganze Spezies verändern. Oder Spezies, je nachdem, wie man es ausspricht. Auch bei Menschen finden sie frühe Anzeichen. Oh, dass die Erbinformationen oft verändert wurden. Großer Gott, Neomitochondrien. Gegner? Bitte nicht. Oh. Was passiert jetzt? Sie sehen blass aus. Es ist nichts. Die Monster hier waren einmal Menschen. Wenn die Neomitochondrien sich stärker vermehren, könnte weltweit das passieren, was hier vorgefallen ist. Ein endloser Albtraum. Zu welchem Zweck? Keine Ahnung. Aber eines steht fest. Die Viren werden in diesem Bunker hergestellt und werden durch die Luft übertragen. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Es bleibt nicht viel Zeit. Und diesen Wahnsinn ein Ende setzen. Okay. Worauf warten wir noch? So gefallen sie mir. Ich weiß auch ungefähr, wo der Eingang ist. Ich werde fahren. Laden Sie Ihre Ausrüstung auf den Laster. Verstanden. Ich warte hier. Machen Sie schnell. Alles gut. Alles klar. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Heißt, wir müssen gleich wieder hierhin zurück, aber vorher... können wir uns jetzt erstmal bei Douglas eine Belohnung abholen. Ich freue mich. Ja. Was? Er hat's abgefangen. Wieder abgefangen. Oh, okay, ein Glück haben wir überlebt. Wenn nur für knapp, wir haben überlebt. Item erhalten. Eine Flare, die brauchen wir nicht. Ich guck mal kurz. Oh, wir haben wieder gut XP. Das heißt, jetzt können wir uns eigentlich nochmal... wir haben ja noch genug. Da heile ich mich mal eben voll. Use dann jetzt hier, was weiß ich, Nee.
Ja, komm, Bürstchen. Dann hebe ich mir noch ein bisschen Punkte auf, dass wir nochmal was verstärken können. So, können wir das jetzt schon hier mit dem Laster machen oder müssen wir vorher... Entschuldigung, ich habe das Mikro gerade aus Versehen ein paar Mal angedutscht, weil ich zu nah dran saß. Oder müssen wir erst nochmal mit dem Typen reden? Na, endlich! Ich möchte mich bedanken. Schauen Sie mal in die Kiste. Die MP ist etwas schwer, aber sie kann 100 Schüsse hintereinander feuern. Man beachte das Magazin, es hat... ich weiß, ich weiß. Danke für das Geschenk. Wir bekommen jetzt eine schwere Pistole. Eine P90 oder... Nee. Ich möchte bitte besser nichts Falsches sagen. Eine M950. 9mm Kaliber, Range 40, Rate 90. Okay. Hydra... Sprite... Nee, wie heißt die? Spirit-Munition. Auf jeden Fall ist das eine tolle Waffe. Kann man jetzt hier auch neue Sachen kaufen? Was darf denn sein? Wir füllen erstmal unsere Munition auf. So. Ich denke, wir können noch Geld sparen. Ja. Seien Sie vorsichtig. Was darf denn sein? Kriegt man hier keine Informationen jetzt, wie es mir gesagt wurde? Ich möchte jetzt mal versuchen, ob ich wirklich diese Chicken Western bekomme. Hier war das, ne? Im Kofferraum ist nur Müll. 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 Wo ist das denn genau? Ein hellgrüner Geländewagen ohne Reifen. Ein Schrottauto. Ein Schrottauto. Ein Schrottauto. Ja, ein Schrottauto. Okay, wo ist genau der Wagen? Ist das hier vielleicht doch? Eine grüne Luxuslimousine, so gut wie Schrott. Eine grüne Schrottkiste, eine grüne Schrottkarre, eine grüne Schrottkarre. Alter! Wo ist das? Wo ist die Weste? Die mir versprochen wurde. Chicken-Weste soll man ja angeblich bekommen. Muss man dafür bestimmte Aufgaben erledigen? Anscheinend. Hier Baldwin. Jody sagte mir, dass sie zum Bunker gehen. Was? Eine NMC größer als ein Elefant? Seit Manhattan liegen keine solche Berichte vor. Ein Grund mehr, den Bunker zu untersuchen. Leider sind alle mit dem Tower beschäftigt. Sie müssen alleine hin. Speichern? Aber natürlich. Leute, an dieser Stelle würde ich auch sagen, passt es perfekt, dass wir den Part beenden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Lasst mir doch eine Bewertung da. Zeigt mir mit dem Daumen nach oben. Und kommentiert fleißig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und Resi Power reingehauen. Ja? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.